Heute dreht sich um Bekanntschaft, denn er weiß, er kennt's ja, dicke Kumpel und so. Wer ist dicke Kumpel bei dir? Ganz einfach. Muss sie ihm ein paar Fragen stellen, dann wird sie schnell feststellen, ob das eine dicke Kumpel von dir ist. Na, weißt du, erste Frage ist, wenn der Kumpel sich hinstellt, gerade und ohne den Kopf nach vorne zu beugen, so mit geradem Kopf nach unten schaut, sieht er seine Fußspitzen, praktisch die Krallen, an sich unten. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die zweite Prüfung anzustellen. Frag ihn mal, wenn er sich die Schuhe bindet, ob er dann da unten gleich noch Stunde liegen bleibt, weil er nützt die Zeit günstig aus noch für andere Verpflichtungen, zum Beispiel Regeneration, Erholung, Reha. All diese Dinge werden dann damit aufgenommen. Wenn das der Fall ist, dann ist er ein dicker Kumpel von dich.